Modellbau vom Besten bietet Krick bei den Standmodellen im Maßstab 1 zu 16. Bei den Standmodellen handelt es sich um True-to-Life-Strukturmodelle ohne Bespannung, das nahezu jedes Detail des Originalflugzeuges nachbildet. Der Bausatz, der DR-1 Fokker Dreidecker, ist ein deutsches Kampfflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg um 1917. Mit der einsitzigen Maschine, dem Roten Baron, wurde Rittmeister Manfred von Richthofen berühmt. Das Flugzeug zeichnet sich durch seine Wendigkeit und die damals enorme Steigleistung aus. Der Baukasten enthält über 250 lasergeschnittene Sperrholzteile für Tragflächen und Rumpf, über 80 Britannia-Modellgussteile für den Bau des Motors, komplett mit Zylindern, Magnetzünder, Radiator und ähnlichem sind vorhanden. Die akkurat maßstäblichen Messing- und Stahlteile plus Kupferdraht zur Reproduktion feiner Details sorgen für ein perfektes Finish. Die bebilderte Step-by-Step 54-seitige Anleitung, die dem Einsteiger oder Experten beim Erbauen eines Modells in Museumsqualität unterstützen, lassen keine Fragen offen. Dafür sorgen 6 höchst detaillierte Baupläne in Modellgröße. Zurzeit liegt dem Bausatz eine ausführliche englischsprachige Bauanleitung mit vielen farbigen Detailfotos und umfangreichen Planunterlagen bei. Auch im Maßstab 1 zu 16 ist der französische Doppeldecker Nieuport 28 nachgebildet. Der erste Prototyp flog im Jahr 1917. Der Doppeldecker mit 508 mm Spannweite ist im höchst detaillierten Bauplan dargestellt. Die Nieuport ist das Modell des französischen Kampfflugzeuges aus dem Ersten Weltkrieg. Wegen seiner Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit war die Nieuport 28 ein beliebtes Flugzeug. Auch hier findet man im Baukasten alle Details vor, genau wie beim Fokker Dreidecker. Das 400 mm lange Modell ist eine Augenweide für jeden Flugzeugfreund. Die gesamte Breite des klassischen Modellbaus finden Sie bei Krick. Krick, Modellbau vom Besten.